Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich habe mir mal Roadburn angesehen. Wieso? Er ist Travis Burfield, Pope Security Chef. Denken Sie, er war das mit Pope? Vielleicht. Auf jeden Fall hat er Kate reingelegt. Er wollte, dass ein Cop dafür bezahlt. Und er war nicht allein. Er erwähnte ein Projekt Icarus. Burfield ist gefährlich, Faith. Er ist keiner, mit dem Sie Ärger haben wollen. Er hat meine Schwester verarscht. Es tut mir leid, Faith. Was denn? Das hier. Ich will auch nicht, dass Kate dafür bezahlen muss. Aber leider gibt es Privatunternehmen, die in unseren Bezirken mitmischen. Zur Verstärkung der städtischen Sicherheit, heißt es. Sie sitzen uns im Nacken und warten nur auf einen Fehler. Der einzige Weg, das gut zu Ende zu bringen, für uns und für Kate, ist ihnen was zu geben. Mich? Ja. Mich interessiert nur Kate und ihr zuliebe. Lass ich sie gehen. Doch wenn sie nochmal eine Waffe auf mich richten, erledige ich sie. Und vermutlich würde ich der Stadt damit einen Gefallen tun. Oh ja. Alle korrupt. Reynolds Street. Da bewegt sich ein Vogel Richtung Roadburns Meeting. Ist das Roadburns Pub? Vielleicht. Für mich sah er wie von der CPF aus. Und wie viele Leute kriegen hier einen Vogel in die Finger? Nicht viele. Wenn du sie erwischen willst, leg besser los. Und bleib vom Boden weg. Zu viele Cops. Schon auf dem Weg. Oder auch nicht. High Voltage. Ich hab's gerade noch so gelesen. Immer diese riesigen Sprünge über den Abgrund. Strom aus. Freigang für mich. I'm coming, guys. Richtig? Nope. Wahrscheinlich irgendwie durch den... Ich sehe mir gerade die Baupläne an. Es ist ein Labyrinth. Und es ist ruhig. Aber wenn ein Vogel im Spiel ist, werden sie wohl in der Nähe des Daches sein. Du musst dir einen Weg nach oben suchen. Ah, wirklich? Danke für den Tipp. So, das hätte ich mir ja nie ausdenken können. Ja, wirklich sehr praktisch, dass du mir das sagst. Dafür geht's jetzt hier runter. Yes. Bitte durch. Hä? Ich glaube, ich bin manchmal echt einfach nur blind. Es geht doch offensichtlich da entlang. Oder muss ich hier einfach an der Wand entlang? Wahrscheinlich hier das. Ja. Gut, so geht's auch.
was ist diese Leiter bitte gut? Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Von da komme ich ja. Hä? Okay, ich glaube, ich habe es gesehen. Ja. Danke, das ist mega mies. Junge. Was interessiert mich das, ob dort Dampf ist? Einfach durch. Augen zu und durch. Kannst nicht alles haben. Selbst wenn wüsste ich nicht, wie man das abstellt. Okay. Natürlich, hier oben ist ein Rad, wo man ganz einfach rankommt. Als Normalo. Ist klar. Sorry, daran habe ich natürlich nicht gedacht. Ja, soll es auch anders sein. Miller, shit. Ich hätte niemals einem Kopf vertrauen sollen. Er gehört zu Roadburn. Ich wette, er steckt bis zum Hals in dieser Icarus-Sache mit drin. Ich mache mich auf den Weg nach oben. Mal sehen, was ich über Pope und Kate rausfinden kann. Hier ist nirgends etwas. Wow. Erster Bosskampf. Shit. Ich hätte ihn entwaffnen müssen. Sollen. Können. Müssen. Ich muss wahrscheinlich. Hat er dich geschickt? Ihr könnt beide zur Hölle gehen. Niemand bedroht dich. Ja, mir geht's gut. I'm ready. Stirb. Du solltest schnell reden. Deine Hände fangen an zu schwitzen. Du hast Kate Connors reingelegt, richtig? Die Polizistin? Das muss dein Kopf sein, oder? Ich kümmere mich nicht um Politik. Wer hat Pope erledigt, du? Nein, ich hab jemanden angeheuert. Wen? Einen Profi. Wir treffen uns morgen um 2 im Atrium des Einkaufszentrums. Du erkennst ihn schon. Warum war Miller hier? Na, bist du sicher, dass du das wissen willst? Zieh mich hoch, dann reden wir. Vorsicht, Faith. Wenn du mich linkst, bist du Matsch. Jetzt zieht sie sowas von runter.
Shit, Merk, hier schießt jemand. Ropen hat's erwischt. Was zur... Die Cops lösen die Party auf, also verschwindet. Immer diese Cops. Was war das jetzt schon wieder? Wieso nimmst du keine verdammte Waffe mit? Bye bye. Bye bye? Nicht bye bye. Ich weiß nicht, wo lang. Der Aufzugsschacht ist der schnellste Weg. Der einzige Weg daraus. Du musst den Lift in Gang setzen, egal wie. Okay. Ich habe etwas Angst. War ja klar. Wo lang? Das Signal steht. Scheint, als hättest du Ruhe vor den Cops. Für den Moment. Die Haltestelle Riding Park scheint geschlossen zu sein. Irgendwelche Renovierungsarbeiten. Na, das glaube ich ja nicht lange. Ich hab's gesagt. Ich versuch's ja. Du hast immer leicht zu reden, Mann. Du musst nichts machen. No! Ah, hier. Steht schon wieder ein Knopf. Lass mich durch. Die Cops schneiden dir den Weg ab. Mach die Kampf allein. Nee, alles gut. Einfach durchrennen. Ich glaube, ich kann da nicht fighten. Kann man nicht fighten, Leute? Los! Komm schon! Aber es ist noch nicht vorbei. Ich
Was? Außer Betrieb, Überbrückungsschalter in meinem Büro, der Hausmeister. No, ich muss zurück, heißt das. Sonst würde man wahrscheinlich dort oben rauskommen. Hä? So. Wieso springe ich immer auf die Stangen? Statt... Nottürentriegelung. Wird schon gut sein. Der hat eine Ratte aus Haustür. Okay. Muss ich da warten? Oh ja, ich muss warten. Die Cops kommen näher, beruhig dich, Faith. Verliere dein Signal. Ja, warte. Jetzt die Scheiße wieder. Okay, die sind zu stark. Ich geh jetzt gar nicht lang. Ne, ne. Natürlich nicht. Okay, jetzt. Ja, natürlich muss ich auf die andere Seite, ist ja klar. Es ist manchmal echt ein Labyrinth. Ist ja gar nicht gefährlich. Ja. Notstopp für den Ventilator. Wollen wir wetten? No. Okay. Was war das? Das ist die Polizei. Nimm die Züge, Faith. Nimm die Züge. Ich glaube, es ist die Polizei, die die Tür aufmacht. Schon wieder. Ich muss früher abspringen. Jetzt. Alter Schwede! Holy smokes! Oh! Was?
Los, auf den Landezug! Ah, lustig. Oh Mann. Junge, das ist schwierig. Sorry, ich bin ziemlich im Game drin. Junge! Das kann man nicht mit mir machen. Ich bin zu alt für das. Als ob der Zug jetzt in den anderen Zug reinfährt. Fuck. Los, Kleine. Holy moly. Und wenn du noch mehr Ärger kriegst, kann Felde raushelfen. Sie hat in der Nähe einen Job. Alter, das Spiel. So intens, Mann.